Ja, hallo. Mein Name ist Andreas. Ich mache mit meiner Frau Renate zusammen die Sendung Klemmbautechnik. Und ich mache heute mal ein Klemmbautechnik-Spezial. Ja, wie soll ich anfangen? Guter Freund von mir, ebenfalls ein YouTuber, der René, der macht zusammen mit seinem Bruder Falco, ebenfalls auf YouTube, haben die beiden den Kanal Steinchenwerkstatt und wir haben uns vor über 2 Jahren kennengelernt, eben durch unser gemeinsames Hobby, das Klemmen. Und ich habe von René sehr viele gute Tipps bekommen in unserer Anfangszeit, sehr viel Hilfe und Unterstützung. Dafür möchte ich mich jetzt und hier auch nochmal bedanken. Und ja, irgendwann so im Laufe unserer Gespräche habe ich mal einen Fehler gemacht. Kann passieren, macht jeder mal. Ich habe zum René gesagt: Du René, Lego habe ich noch nie geklemmt. Hätte ich nicht machen sollen. War ein Fehler. Denn ich hatte vor einiger Zeit Geburtstag und wie ich dann so abends von der Arbeit nach Hause komme, da liegt dann ein Paket. Keine Ahnung, habe ich nicht bestellt. Wo kommt das her? Tja, ich schaue rein. Das war vom René und René hat sich wohl gedacht, tja, der Andreas hat noch nie Lego geklemmt, dann soll er das mal machen, damit er mal einen ordentlichen Vergleich hat. Da hat er mir doch sage und schreibe 4 Modelle zugeschickt. Das ist ja bei Lego so üblich, dass man aus einigen Modellen 2 machen kann. Bei dem einen liegt eine, oder beziehungsweise es liegt eine Anleitung dabei und dann ein QR-Code, den man scannt und dann bekommt man die Anleitung für ein zweites Modell, was man mit den Teilen machen kann. Ja, da hat der René mir diese beiden hübschen Modelle zugeschickt. Ja, was soll ich sagen? Das eine ist ein Dumptruck oder man kann auch einen Bagger daraus machen mit insgesamt 177 Teilen. Das zweite Modell ist ein Schneegruber, Schneeräumer oder man kann ein Schneemobil daraus bauen mit 178 Teilen. Dumm. Habe ich mir gedacht. Eieieiei. Lego und dann gleich so 4 so schwere Sets. Ja. Ich denke nicht, dass ich das alleine hinkriege. Da will ich ganz ehrlich sein. Ich habe mir da professionelle Hilfe geholt. Ja. Sorry, was Besseres ist mir nicht eingefallen. Ich hätte mir gerne den René zu Hilfe geholt, aber der wohnt 500 Kilometer weiter weg. Gut. Ich werde mein Bestes versuchen. Ich würde sagen, wir machen einen schönen Zweiteiler draus. Wir machen erstmal die Modelle mit der Anleitung, mit der. Pack das mal aus hier. Die umfangreichen, zahlreichen Tüten. Und wir machen das erstmal nach dieser Anleitung, die beiden Modelle. Und dann werden wir irgendwann unseren Code da mal scannen und uns nochmal die PDF runterladen. Und dann bringen wir irgendwann einen zweiten Teil mit den anderen beiden Modellen. So machen wir das. Gut. Lach nicht so. Wir müssen jetzt Stark sein. Sortieren. Sortieren. Und dann fangen wir mal an zu klemmen. Bis dann. Und sobald was Spannendes passiert, blenden wir ein. Ja. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder mit unserem kleinen Lego-Modell. Unser kleiner Schneeräumer.
Ja, das ging ganz gut. Dank der Hilfe meiner Frau haben wir das Teil recht schnell zusammengekriegt. Die Beute oder beziehungsweise die Teile, die man nachher für das andere Modell braucht. Man kann da ja auch noch ein Snowmobil draus machen. Ja, da steht das kleine Teilchen. Hat sogar ein paar Funktionen. Natürlich nur statisch. Motoren sind da nicht drin. Hätte ich gern eingebaut. Also wenn ich das so recht überlege, so da so unter dem Zahnrad. Ja, nee, lieber nicht. Gut, ich würde sagen, Renate erklärt uns jetzt mal die Funktion von dem kleinen Teilchen, was das alles kann. Ja, das ist schon mal erstmal die Vorderseite. Wow. Und da hat er das Schneeschild. Und das Schneeschild, das kann man ja auf- und abziehen. Logisch, wenn da kein Schnee mehr ist, muss es hoch. Ja. Und hinten kann man und man kann das Schild lenken. Ja, auch das funktioniert. Brum, 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 brum. Ja, wunderbar. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu den Teilen. Also die Teile glänzen, sind einwandfrei, keine Kratzer drauf. Gut, irgendwo muss der Preis herkommen. Zur Klemmkraft. Ich will mal ganz ehrlich sein. Gobrix ist besser. Ist einfach so. Ja, ich kann ja noch mal einen Blick auf meine Frau werfen, die auch fleißig mitgeklemmt hat. Gut, das genügt. Wir machen uns ans zweite Modell, würde ich sagen. Ans zweite A-Modell. Der Dumptruck. Wir haben ja schon mal einen Dumptruck gebaut. Der war zwar eine Nummer größer, aber naja. Gut, auf zum Dumptruck. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, wir haben ja den Snow Groomer hier, das Schneeräumfahrzeug von Lego gebaut, die 4248. Viel Schweiß reingeflossen. Ja, ja, es war ein harter Kampf. Und nun kommen wir zu unserem nächsten Set. Ist hier der kleine Dumptruck mit der Setnummer 4247. Ja, und ich würde mal sagen, meine liebe Frau, die mir ja hier mit ihren umfangreichen Kenntnissen zur Seite steht, packt das Set mal aus. Und dann schauen wir uns das mal an. Hab bloß nicht den schönen Karton kaputt. Das gibt Sammler, die brauchen sowas. Uiuiuiui, da putzen die Teile raus. Eieieiei. Oh. Was heißt oh? Zwei. Ein, zwei Anleitung. Oder was? Das wird ein umfangreiches Set. Okay. Genug der Spotterei. Wir machen uns an die Arbeit. Und. Das sind zwei Anleitungsbücher, du. Wow. Wie jetzt? Zweimal? Ja, das geht bis 48 und dann geht das weiter. Ach so, Mensch. Gut. Zwei Anleitungen für das umfangreiche Set. Los geht's. Irre. Ja, da sind wir wieder. Wir haben unseren kleinen Dumptruck fertig geklemmt. Ja, da steht das kleine Schmuckstück. Ist ganz niedlich geworden. Hat auch Spaß gemacht. Die Klemmkraft, genau wie bei dem kleinen Schneeräumer. Okay, vor allen Dingen auch für Kiddies okay. Und ja, wie gesagt,
wir bevorzugen ja so ein bisschen die härtere Gangart in Form von Gobrix. Das klemmt doch ein bisschen heftiger. Oder auch mal TGL. Das klemmt richtig heftig. Weil wir ja normalerweise unsere Modelle motorisieren und auch über unsere Folterstrecke jagen. Da ist dann schon ein bisschen mehr Klangkraft gefragt. Aber ansonsten ganz okay die Sache. Wie gesagt, es hat auch Spaß gemacht, was ich vorhin vergessen habe. Ein Stickerbogen war dabei. Den haben wir nicht verklebt, weil wir ja noch das B-Modell bauen möchten. Das ist die Beute, beziehungsweise wahrscheinlich Teile fürs B-Modell. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, meine helfende Hand, ohne die ich das Modell gar nicht geschafft hätte, die wird uns jetzt mal die Funktionen vorführen, was der kleine Kerl hier alles kann. Ja, erstmal kann er lenken, nach links und nach rechts. Wahnsinn. Er kann fahren. Hui. Er hat einen riesengroßen Wendekreis. Großes Fahrzeug, großer Wendekreis. Ja, Wahnsinn, ne? So, und er kann kippen. Eieieiei. Genau, da hat er nämlich eine kleine Vorrichtung gekriegt, damit er seine Ladefläche kippen kann. Kleines Zahnrad dran. Ja, ganz netter. Ich finde das okay. Ja, muss und wir haben René entlastet, ne? Genau, ne? Jetzt ist René beruhigt, jetzt haben wir auch mal Lego geklemmt. Da ist nochmal unser kleiner Schneeräumer. Die Überbleibsel, die Beute, nochmal der Karton und die Anleitung. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit unserem Video und unseren beiden Modellen. Und wir werden uns jetzt mal ein bisschen in die Sommerpause verabschieden. Wir werden mal ein bisschen in Urlaub fahren für 2 Wochen. Es wird aber trotzdem weiter mindestens ein Video pro Woche von uns geben. Wir haben ein bisschen vorgearbeitet und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Wird wieder ein interessantes Projekt, denke ich, ein Set. Okay, dann sage ich schon mal tschüss, tschüss. Und ich sage auch tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.